Willkommen also am Circuit Paul Ricard, der Heimat des französischen Grand Prix, dem Heimrennen vom Team Renault und natürlich auch einiger Fahrer aus dem Feld. Von den 14 Rennen, die hier bis 1990 ausgetragen wurden, wurden 5 von einem Franzosen gewonnen. Und 4 davon natürlich von, dreimal dürfen Sie raten, Alain Prost. Ich bin gespannt, wer dieser Siegerliste heute seinen Namen hinzufügen kann. Eine Runde auf dem Circuit Paul Ricard besteht also aus 15 Kurven auf einer Gesamtstreckenlänge von 5,8 Kilometern. Die Fahrer müssen ihre Autos speziell am Ausgang der Vollgaskurve 10 sorgfältig positionieren, um bereit für die Rechtskurve 11 mit den 2 Scheitelpunkten zu sein. Man sollte am Ende der Start- und Zielgeraden und in der harten Bremszone von Kurve 8 auf mögliche Überholmanöver gefasst sein. Stefan Römer, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute in der Kommentatorenbox bei mir bist. Der Podiumsplatz beim letzten Rennen war wirklich großartig. Denkst du, sie können das an diesem Wochenende wiederholen? Es ist selbstverständlich immer schön, wenn man das Grand Prix-Wochenende mit einer guten Platzierung beginnt. Aber die eigenen Erwartungen basieren meist auf den Trainings- und Qualifying-Fahrten. Hoffen wir also, dass sie sich den Schwung aus diesen beiden Sessions bewahren, wenn sie sich dem heutigen Rennen stellen. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Charles Leclerc steht auf P2. Im Rest der Startaufstellung haben wir Bottas, Perez, ein Ferrari und Russell, Gasly, Verstappen, Vettel und Carlos Sainz Jr. Magnussen, Norris, Daniel Ricciardo und Raikkonen, Kvyat, Kubica, Lance Stroll und Antonio Giovinazzi. Grosjean und Alexander Albon steht auf dem letzten Platz der Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Denk daran, der Weg bis Kurve 1 ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber geh keine Risiken ein. Kann sein, dass Gegner versuchen werden, dich innen zu überholen. Einmal in jeden Gang zu schalten. Wir müssen vor dem Start sicher gehen, dass die Kupplung funktioniert. Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Aber der Motor darf nicht zu heiß werden, also pass auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird. Halte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor.
die Startphase erledigt. Jetzt lass uns darauf aufbauen. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,8 Sekunden.
Motors führt das Feld an. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Umstellen. Stellen auf Mischung 2.
Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Mit dem Benzin noch raus. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 8,2 Sekunden. Drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. We'll be right back.
gemacht. Gute Arbeit. Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,5 Sekunden. Benzin für eine Runde. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Tolles Finish. Du hast dich verbessert und hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Mercedes hat also gewonnen. Was für ein tolles Rennen war das. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Bei einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes.
Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Röber? Als Fahrer des Tages würde ich vermutlich Lando Norris wählen. Er ist seinem Ruf absolut gerecht geworden und ich denke, dass er zu Recht voller Stolz nach Hause geht. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden.
großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu sagen? Sie hatten einen kleinen Zusammenstoß. Wer trägt die Schuld daran? Tja, trotzdem danke. Fantastischer Platz auf dem Podium. Gut gemacht. Und jetzt genauso weiter in der restlichen Saison. Sie lassen sich auf die aktuellen Vertragskonditionen nicht ein. Versuchen wir es nochmal. Das Team hat den Vertragsbedingungen zugestimmt. Alles, was jetzt noch fehlt, ist die Unterschrift, damit der Vertrag ab dem nächsten Rennen am Wochenende in Kraft treten kann.